Leute, was geht ab? Herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Diesmal aus Düsseldorf und aus dem schönen Classic Remis. Heute Abend werden hier drei meiner Fighter in den Ring steigen. Enes El Abid, Malik Aksakal sowie auch Elias Kalouch. Alle drei sind bestens vorbereitet und richtig im Schuss. Heute wird ihnen sehr, sehr viel abverlangt. Die Gegner von denen sind auch dementsprechend heiß. Die Vorbereitung ist verletzungsfrei gelaufen, somit erwarte ich eine sehr starke Leistung von meinen Jungs. Seid gespannt. Giovanni, was hat der Mann so gesagt? Komm mal her. Hat Video gesehen, was hat er gesagt? Er ist ja nicht so stark, hat er gesagt. Okay, wir werden ihn gleich das Gegenteil sagen. Ich glaube es auch. Es kommt eine große Lektion. Oder Elias? Die Hände sind härter geworden. Gut. Die braucht er auch bei dem Eisenschädel. Und wird der Mann zum ersten Mal mit dem Boden sich vertraut machen. Ja. Schauen wir mal, weiß ich nicht. Block die Seite, so. Schüsse. Immer da, wo du hin, immer Block. Wieder reagieren. Voll. Immer schön in der Mitte. Bob. Die gut gelaufene Vorbereitung wirkt sich natürlich super positiv auf die Jungs aus. Das bedeutet, die machen einen sehr selbstbewussten Eindruck, sind locker, haben aber trotzdem den Fokus. Also die Nervosität ist in einem angenehmen Pegel, das gehört immer dazu, das muss sein. Aber vom Grundsatz sind die Jungs echt selbstbewusst. Jawohl, sehr gut. Sie sind gekommen zu überzeugen, ne? Erfahrenen Gegner, ne? Ruhig und nur 6 Minuten Zeit. Ne? Guck dir den ersten Mal mit Geduld. Arbeit mit deiner Führung, Übersicht. Ne? Du kennst deinen Gegner, ne? Der hat den Bauch gekämpft und mit Übersicht kämpft. Ne? Keiner geht hier raus heute, ne? Ohne alles gegeben zu haben. Mhm. So wirklich alles gegeben zu haben. Ne? Es geht nicht darum, um eine Runde irgendwie 10-9 zu gewinnen. Und das macht jeder, das macht man. Ich weiß nicht, unzählige Boxer. Ne? Wir gehen rein und wollen überzeugen. Okay, Männers? Ja? Kommt, Jungs, ne? Haut rein. Leute, leider verschiebt sich das Ganze um eine Stunde aufgrund Corona-Regeln. Es gab eine Kontrolle vom Ordnungsamt hier draußen. Die Situation spitzt sich leider wieder zu aufgrund der steigenden Zahlen. Die Kontrollen werden intensiver. Hoffen wir nur das Beste. Wir waren eigentlich schon startklar. Also es war, glaube ich, noch eine Minute oder 2 Minuten, bis wir Richtung Ring gehen. Und dann wurden wir ausgebremst. Easy, wir sind Profis, haben es gelassen genommen.
warten, gedulden uns jetzt, bis wir gleich wieder ins Warm-up einsteigen, Leute. Intensives Programm heute auch für mich. Meine drei Athleten sind heute leider direkt hintereinander gepaart worden. Das heißt, Elias steigt den Ring, anschließend kommt Anders direkt rein und dann Malik. Das hatte ich so in der Form noch nicht, ne? Aber man wächst mit den Herausforderungen. Immer wieder Bauch sehen, immer wieder Bauch sehen. Jawohl. Nicht einschläfern lassen. Jawohl. Gut, genau. Immer da sein. Ruhig, Elias. Atmen, atmen. Jawohl. Ja, schon. Jawohl. Du musst nicht alles hart schlagen, okay? Ja? Guck mal, du bist so kurz davor, ihn rauszuholen. Ja? Der wackelt jedes Mal. Jawohl, ruhig. Jawohl, ruhig. Ruhig, jawohl, ruhig, ruhig, ruhig. Er kommt, er kommt. Jawohl. Ja! Stop.
Minuten ab. Dadurch Sieger durch TKO, Anas El Abi Rotenecke, Felix Sturm. Der versucht mit seiner Schlagkarte über deine Füße zu kommen. Provozier das, block das aber damit ab und dann hau rein, was wir gemacht haben. Eins, zwei, ne? Schlagen, auslassen, Gegenkontern. Wenn du schlägst und weg ist, da will er was machen. Schlagen, Konter aus, warte, dass du kommst. Und dann gib deinen Kombis ab. Hast du verstanden? Ja, das ist sehr gut. Lass den kommen. Sehr gut. Ja, und dann lass ihn. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Ruhig, bleib ruhig. Jetzt, jetzt. Arbeite, arbeite. Der macht nur eine Aktion. Der macht nur, jawohl. Bleib da, bleib da. Geh den. Lass den nicht raus. Lass den nicht raus. Jetzt. Jawohl. Ganz einfach, der braucht seine Ruhe, beschäftige den mit deiner Führhand. Gerade Führhand, boom, und wieder boom, immer wieder. Tune! Sofort, sofort! So. Sehr gut, nochmal, nochmal! Drüber! Atmen! Drüber über die Führhand! Tief atmen! Warte auf die Führhand! Hau die da drüber! Noch überleben! Komm weiter! Komm weiter! Den zweiten findest du nur unten und ziehst du oben durch. So einfach ist das. Hast du gerade zweimal so getroffen. Mach das doch. Gehst doch ganz einfach mit der Führer zu boxen, Junge. Jawohl! Weiter. Jawohl! Weiter. Du drückst! Weiter. Bleib. Sehr schön! Sehr schön! Leute, was geht ab? Drei Kämpfe, drei Siege. Elias Kalosch macht einen überzeugenden Kampf. Vier Runden, klasse Leistung. Enes El Abid schlägt seinen Gegner in der zweiten Runde eindrucksvoll K.O. Übrigens, sein Gegner sollte sich auch mal boxen vor 10 Jahren. Unheimlich erfahrener Mann. Malik Aksakal wächst über sich hinaus. Ja? Ein hart umkämpfter Sieg, aber ganz verdient. Klasse Leistung, souveräne Leistung. Ich bin stolz auf alle Fighter. Und bei Gott, ohne ein Team keine Leistung. Nicht Trainer ist im Vordergrund oder weiß ich, oder das Team ist im Vordergrund. Allahs Hand ist mit der Gemeinschaft. Leute. Amen. Ah. Ja. So Leute, direkt das Auto hinterher. Warte ganz kurz, Leute, ganz kurz. Leute, Kanal abonnieren. Ihr seht, was hier abgeht, Leute. Die Fetzen fliegen hier auf diesem Kanal. Kanal abonnieren, kommentieren. Video teilen. Danke fürs Zuschauen. Danke für euren Support. Ich liebe euch alle.